Ho, 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 zum 22. Adventskalendertürchen. Wir zocken Mario und Luigi Superstar Saga auf dem Game Boy Advance. Drücke Start, machen wir glatt, wie ihr sehen könnt. Kam das Spiel 2003 raus. Logischerweise für ein Game Boy Advance. Ja, auf was denn sonst, ne? Auf was denn sonst? Ein Botschafter der Freundschaft aus Bohnenland trifft ein. Interessant. Oh, es flackert ein bisschen. Scheint wohl Probleme zu geben mit der Emulation. Und Freundschaft, jetzt habe ich den Anfang nicht gelesen. Königin Marmella sendet euch dies. Oh. Dieses Mal scheint nicht Bowser der Bösewicht zu sein, sondern der ominöse Grinch. Da ist er, der Grinch, der Weihnachtsgrinch, der Anti-Christmas-Grinch. Was ist denn der hier? Staubsauger. Ein Gassauger. Die kriegen heuer nichts von mir, die Jungs, die sind böse. Oh, man könnte fast meinen, das wäre Kamek. Aber nein! Es ist ein ominöser Bohnenlandbewohner. Ein Null-Null-Null-Null-Null-Fall! Hä? Hörst du denn kein Radio? Mario! Oh, ich kann Toad steuern. Ich kann Toad steuern. Hier ist Marios Mütze. Mario und Luigi Schlafzimmer. Haben die gemeinsame Schlafzimmer? Was sind denn das für Brüder? Sind das warme Brüder oder was? Oder wie? Oder was? Was ist hier? Kaffeemaschine? Ich kann hier gar nichts machen. Ich kann noch nicht mal im Pause-Modus. Okay. Geh mal aufs Klo. Nanu, da singt doch jemand. Oh, da war der nackige Mario, wa? Da war der nackerliche Mario. Ja, den möchte ich auch nicht sehen müssen, den nackigen Mario. Prinzessin Peach. Ah, interessant. Auf ins Schloss. Oh, Bowser, der alte Lauser. War das Peach weint? Ich dachte, die wurde da flachgelegt. War das Peach oder wer war das? Nicht zu fassen. Als hätten wir nicht schon genug Probleme. Oder als hätten wir noch nicht schon Probleme genug. So eine Frechheit, mich einfach hinterrücks anzugreifen. Let's go. Oh, und schon sind wir hier im Kampf, oder was? Im Kampf, so ein Krampf. Ha. Verdammt. Mario! Hä? Der erste Kampf schon lange Zeit, oder? Soll ich dir vielleicht die Aktionskommandos erklären? Lieben gern. Also hör genau zu. Zunächst musst du angreifen. Halt! Drücke im richtigen Moment A. Wenn das Timing stimmt, kannst du deine Gegner härter treffen. Interessant. Zu Angriffen gibt es immer Aktionskommandos. Aber probieren geht über studieren. Und weiter. Haha. Ja, ich erinnere mich ein bisschen ans Kampfsystem aus Paper Mario, die Legende vom Ionentor. Mario! Was will er denn schon wieder? Das hatte ich ganz vergessen. Du kannst Bowsers Angriff ausweichen. Soll ich es dir erklären? Ja, bitte. Gut. Einen Angriff bitte. Halt! Drücke im richtigen Moment A. Okay. Weichst du im richtigen Moment aus, wirst du nicht verletzt. Die Möglichkeit zum Ausweichen wird hier angezeigt. Achte auf gegnerische Bewegungen und weiche den Angriffen aus. Und weiter.
Verdammt. Verdammt. Zu langsam. Es wird nichts mehr. Aber Bowser ist gleich. Oh, Bowser ist down. Wir haben ihn verhauen. Schluss jetzt, die Lage ist viel zu ernst für so einen Unfug. Oh, Bowser wird aber aggressiv hier. Stimmt, wahrscheinlich, es hat sich ereignet. Ein vermeintlicher Freundschaftsbotschafter aus dem benachbarten Bohnenland war hier im Peach-Palast. Dieser Schuft hat die Stimme von Peach gestohlen. Die Stimme? Okay. Drum weint die. Und jetzt hat die Prinzessin diese bombige Stimme. Ich brech zusammen. Wenn sie spricht, dann spotzt sie Bomben, oder was? Interessant. Mit der Stimme plappert mir Peach meinen Palast kurz und klein. Falls sie nun ja zu Besuch ist. Mario, du musst etwas tun. Ach, darum ist Bowser besorgt, weil er sie nicht mehr entführen kann. Mario, bitte, 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 du musst der Prinzessin ihre schöne Stimme zurückbringen. Der Täter ist bekanntermaßen bohnenländischer Herkunft. Du solltest die Sache mal direkt im Bohnenland untersuchen. Wir finden den Täter, knüpfen ihn die Stimme ab und bringen sie zurück. Mit meinem fixen Koopa-Chat sind wir flugs im Bohnenland. Mario, komm, wir müssen los. Nix sie weg. Oh, bevor hier das ganze Schloss noch im Grund und Boden versinkt. Ein neues Abenteuer beginnt, aber du scheinst mir ein wenig aus der Übung zu sein. Sieh dich doch erst einmal um und vertritte die Beine. Sprich auch mit den Toads, sie haben sicher einige Tipps parat. Mit welchen Toads? Oh, was ist die hier? Du hast einen Pilz gefunden? Ah, du hast einen Pilz, danke, vielen, vielen Dank. Bitteschön. Oh, danke übrigens, du gehst doch nach Bohnenland, oder? Dann nimm das hier als Abschiedsgeschenk. Du hältst einen super Pilz. Na dann, hohe Sprungkraft für dein Abenteuer im Bohnenland. Das hätten wir uns auch sparen können. Wer bist denn du und Koopa? Oje, oje, ich hab doch glatt meine Einheit verloren. Weißt du vielleicht, wo ich Bowser finde? Ja. Wo ist Bowser hin? Dahin, dort in Acht, da drüben. Ja, also. Oh Gott, ich werde mich verspäten. Oje, oje, was ist das hier, ein Schild? Pilzanzeiger, Ausgabe 1. Peach, Bombenstimme. Dreister Dieb stiehlt Stimme der Prinzessin und flieht nach Bohnenland. Mario verfolgt die Spur und reist zur Klärung des Falls nach Bohnenland. Luigi wird wohl wird wohl wie immer zu Hause bleiben. Tja. Als kleine Hintergrundinformation, das Spiel kam raus 2003, das hatten wir vorhin schon und es ist der... Ja, der direkte Nachfolger des Mario RPGs auf dem SNES, würde ich jetzt mal behaupten. Die sich ja dann aufgesplittet hat. Ich komme da oben nicht drauf, ich komme nur hier rauf. Die Serie hat sich dann aufgesplittet in... Doch, ich komme da rauf. Die Farbe der Hecken sagt mir wohl, wie hoch sie sind. Aber ich komme da nicht über. Habe ich eine Renntaste? Nein. Wieso komme ich da nicht rauf? Oder stelle ich mich nur dumm? Ja, ich komme da nicht auf. Okay, die Serie hat sich auf jeden Fall aufgesplittet in einmal die Mario und Luigi Reihe, die wir jetzt hier anzocken. Und einmal in Paper Mario Reihe, die ja auch berühmt-berüchtigt ist, sage ich jetzt mal. Zumindest sehr beliebt. Das haben wir hier einen Fragezeichenblock. Pilz. Ein weiterer Pilz für unseren Helden. Was haben wir denn so noch? Gibt's hier so noch was zu holen? Na, Luigi! Luigi, kann ich mit dir reden? Nein. Bye-bye. Bye-bye. Speichern? Ja. Neu speichern. Na, ist egal. Vielleicht nicht eingerichtet. Keine Ahnung. Reden wir mal mit dem Tod? Ich war erst vor kurzem auf Reisen im Bohnenland. Die Lachberge und der Grinswald, das Kichermeer, das Gröltal. Ein wahres Paradies für Touristen. Interessanter Name, ja.
Bowsers Cooper-Chat steht auf dem Flugfeld. Zeit für den Aufbruch. Ich glaube, sie warten nur noch auf dich. Komm, lass mich da vorbei, Luigi. Mario! Wer schreit? Der alte Toad. Puh, gerade noch rechtzeitig. Schau mal, ich habe den idealen Koffer für deine Reise mitgebracht. Du kannst ihn mit Items und frischer Wäsche füllen. Bitteschön, der gehört nun dir. Heili, geili, du erhältst einen Koffer. Dankeschön. Drücke Select, um deinen Koffer zu öffnen. Dann erscheinen die Menübildschirm. Du kannst bereits erhaltene Items auswählen und benutzen. Oder die Kleidung wechseln. Gelegentlich solltest du auch deinen Status überprüfen. An Bord des Cooper-Chats wirst du sicher Zeit haben, den Koffer unter die Lupe zu nehmen. Jawohl. Und noch etwas. Hier hast du etwas Reisegeld. Du erhältst 100 Münzen. Das heißt, wir kriegen einen ab. Oh, Luigi. Du gehst also auch nach Bohnenland? Nö. Du bringst Mario zum Flieger. Das hatte ich auch vor. Mario, ich gehe mal schon vor und erwartet euch dann am Cooper-Chat. Jawohl. Die direkten Nachfolger dieses Games, ich habe es mir aufgeschrieben. Mario und Luigi zusammen durch die Zeit. Und Abenteuer Bowser. Beide kamen für den DS raus. Und darauf folgten dann Dream Team Bros. Und Paper Jam Bros. Für den 3DS. Du bist spät dran. Wir brechen auf. Los, komm endlich an Bord. Ja, und von diesem lustigen Spiel hier kam 2017, glaube ich, wenn mich alles täuscht, ein Remake raus für den 3DS. Superstar Saga plus Bowser's Schergen. Wo da allerdings genau der Unterschied liegt, kann ich jetzt nicht beantworten. Weil ich das Spiel nicht kenne. Was sagst du jetzt? Das ist der Cooper-Chat, meine neueste Waffe. Das ist eine Waffe? Sag ich doch. Aber genug, wo sind meine Leute? Männer an Bord! Bye-bye! Wo bleibt der Haufen? Du, willst du etwa in meine Armee? Ah, verstanden. Ganz dringend willst du also mit. Wird er jetzt geschnappt, der Luigi? Genau, du da. Nicht so schüchtern. Du siehst zwar nicht besonders helle aus, aber komm ruhig mit. Hier geblieben. Euer Widerlichkeit. Die Bowser-Armee ist soeben eingetroffen. Hey, hier sammeln wir uns, ihr Nasen. Oh oh, Koopas und Goomba Galumbas. Wartet auf mich. Und Luigi muss mit. Alle mal angetreten, wir gehen an Bord. Ah ne, das ist der andere. Wir gehen an Bord des Cooper-Jets. Und Luigi muss mit. Ob's ihm passt oder nicht. Einfach köstlich, unser Neuzugang. Los, starten wir endlich. Euer Schmutzigkeit, alle Mann an Bord. Nun, bis auf einen. Was? Sofort starten. Schnappt ihn euch. Bowser ist kein geduldiger Drache. Kein geduldiges Reptil, was auch immer. Ein Despot. Luftraum über dem Pilzkönigreich. Es sieht schon witzig aus. Eine Durchsage für die Passagiere. Mario und Grünkäppchen. Grünkäppchen. Mario und Grünkäppchen zugehört. In Kürze erreichen wir Bohnenland, also öffnet mit Select den Koffer und sortiert euer Gepäck. Danach habt ihr euch auf dem Oberdeck einzufinden. Geht noch nicht. Ah ja. Was haben wir denn hier alles? Luigi? Items? Pilze? Superpilz? Kleidung? Blaumann? Brüderinfo? Okay. Ihr seht, es ist ein typisches RPG. Mit viel Blabla
Du bist der Neuzugang in der Bausarmee. Bist du ankommen im Bodenland, solltest du wissen, wie bei uns der Hase läuft, verstanden? Ja, ja, ist schon recht. Verstanden! Zum Positionstausch stattrücken! Ei, ei, Sir! Zum Positionstausch stattrücken! Okidoki. Ah, okidoki. Verstanden! Die A dient zum Ausführen von Aktionen des Vordermanns und für Aktionen des Hintermanns. Und B. Ei, ei, Sir. A dient zum Ausführen von Aktionen des Vordermanns und B für Aktionen des Hintermanns. Ah. Und wenn ich beide drücke, dann können beide springen. Ist ja interessant. Ach so. Ach so, jetzt ist Mario dran. Hallo? Ich war zu langsam. Verstanden? Derjenige, dessen Farbe die Brüderbox hat, springt gegen die Box. Springt der richtige Bruder gegen die Box, bewegt sie sich in Pfeilrichtung. Springt der richtige Bruder gegen die Box, bewegt sie sich in Pfeilrichtung. Ja, das haben wir gerade verkackt. Ich hätte erst mit denen reden sollen. Egal. Egal, egal. Ja, ich muss da böse an mein Paper Mario, die Legende von Ionentor Livestream denken. Das heißt eine, das waren ja mehrere Livestreams. Wo ich dann irgendwann einmal resigniert aufgegeben habe. Ich mache gerade Fotos, also stört mich nicht. Weil mir das Spiel tierisch auf die Nerven ging. Stellt euch nebeneinander. Und wie? Nicht von der Seite ins Bild kommen. Hä? Ich sehe auf dem Foto immer blöd aus. Ach, die werden da gerade fotografiert. Sollen wir uns jetzt da hinstellen, oder was? Sieht aus wie Fußabdrücke hier. Kein Plan. Keine Ahnung. Hey, jetzt weiter! Hä? Genau, jetzt weiter mit den Bärten. Wir kommen nach Bodenland. Eure Pässe habt ihr doch sicher bei euch, oder? Pässe? Was? Du hast nur einen Koffer dabei? Drück Select und sieh im Koffer nach. Aber zack, zack. Das sind sie doch. Das sind eure Pässe. Nanu? Und wo sind die Fotos? Ach nee, wollen wir Fotos machen? Damit könnt ihr nicht im Bodenland einreisen. Oh oh. Aber wenn wir hier ein paar Fotos machen, dann ist das Problem ganz einfach und bequem gelöst. Oh yeah. Ist gar nicht schwer, oh yeah. Also zack, zack, stellt euch auf die Markierung da. Ach, dafür ist die Markierung. So. Fertig, dann ab auf die Markierung. Okay, Mario, bitte zurücktreten. Bitte recht freundlich. Say cheese. Fast hätte ich es vergessen. Während der Aufnahme musst du stillhalten. Drück nicht auf um komische Fratzen zu schneiden. Fertig. Und Käse. Und jetzt, Mario, komm mit Start nach vorne und stell dich auf die Fußmatte. Mit Start. Und jetzt Grünkäppchen bitte zurücktreten. Fertig. Stillhalten. Nicht mit komischen Fratzen schneiden, verstanden? Und Käse. Bitte schön, die Fotos für eure beiden Pässe sind fertig. Gute Reise. Ist es so? Tatsache. Sind Fotos drin. Hammer. Wir haben die erste Challenge gemeistert. Ein Pilz. Hammer hat. Also in derartigen Games gibt es immer wahnsinnig viel zu entdecken. Oh, interessant. Also typische RPGs. Hey! Pass doch auf, Bowsers teure Fracht. Was? Das Oberdeck geht einfach hier weiter. Aber bevor ihr auf das Oberdeck geht, solltet ihr doch eine Kleinigkeit lernen. Ich bringe euch bei, wie ihr als Paar kämpft. Oh, toll. Seht euch mal das Fass da an und seid bereit für die beiden Kämpfer aus dem Elite-Truppen des Bowsers als Bowser-Heers. Ja, und? Fass zertrümmern, ja.
Oh, Gumbagalumba. Und schon kommt's zum Kampf. Zuerst lernen wir die Verteidigung. Mario springt mit A. Grünkäppchen benutzt B für die Verteidigung. Ja. Also gut, greift Mario an. Anhalten. Und jetzt musst du A drücken. Und jetzt Angriff auf Grünkäppchen. Anhalten und jetzt musst du B drücken. Oh, jawohl, getroffen. Genau so. Je nachdem, wann ihr springt, könnt ihr nicht nur ausweichen, sondern auch kontern. Allerdings gibt es auch Attacken, die man nicht kontern kann. Zum Beispiel Bowsers Flammenattacke. Und jetzt trainiert das mal schön. Der Angriff läuft genauso wie im Einzelkampf. Das Aktionskommando für Grünkäppchen ist B. Um auf die Monster zu treten, drückst du B. Das könnt ihr auch trainieren. So. So. Nein, ach, da. Den muss ich ja drücken. Verdammt. Verdammt. Jawohl, der ist schon mal gebasht. War wohl zu schnell. Und schon sind sie down. Wir haben die Gumbagalumbas verhauen. Und es ist auch schon wieder Zeit, hier das Ganze zu beenden. Lustiger kleiner Einblick, hätte ich gesagt, hier in die Welt der Mario RPGs. Wie gesagt, die Serie hat sich damals aufgespalten von Super Mario RPG in die Mario Luigi Reihe und parallel in die Paper Mario Reihe. Hat beides seine Fans. Ich bin keiner davon, mir wollen sich derartige Games einfach nicht erschließen, einfach nicht öffnen und einfach nicht gefallen. Ist tragisch, ich bin überzeugt davon, da stecken wunderbare Games dahinter mit einer ends geilen und lustigen Story, die ich mir persönlich leider immer nur in Let's Plays reinziehen kann. Selbst spielen. Nee. Wie dem auch sei, Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen und ich sag ho ho ho. Bis zum nächsten Adventskalendertürchen. Euer Nikolaus.